Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Wir sind hier in Telfs in Tirol, in Österreich. Hier war eben eine Kundgebung betreffend die Bilderberg-Konferenz 2015. Ich spreche jetzt mit Killis Moore, einem bekannten Rapper aus Österreich. Killis Moore, warum hast du demonstriert, musiziert hier zur Bilderberg-Konferenz 2015? Warum ich hier bin? Ganz einfach, weil ich finde, es ist das Richtige, hier zu sein, und es ist sehr wichtig, hier zu sein, weil wenn wir sehen, dass letzte Woche G7 war und da ist es plötzlich wichtig, dort zu sein, aber hier treffen sich G100 und wir sollen irgendwie nicht herkommen. So, ich finde das irgendwie so, das Verhältnis ist ein bisschen verschoben, und deswegen sage ich, es ist ganz, ganz wichtig, hier zu sein, und ich finde, wir alle sollten hier sein. Und auch heute bei dem Protest hat man gesehen, es funktioniert immer besser, auch die Mobilisierung. Es waren nämlich so viele Leute da, von groß bis klein, von alt bis reich, schwarz, weiß, alles. Das war einfach so bunte, geile Mischung, und das sieht man auch, dass einfach diese Bilderberg-Proteste und auch diese Kritik daran wirklich auch in die Breite der Gesellschaft gehört. G100 heißt 100 Siebtel mal so wichtig wie G7-Treffen. Was hat man denn hier Wichtiges besprochen? Was waren die wichtigsten Punkte? Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich leider kein Mikrofon drin hatte. Ja, ich hätte es natürlich gern gehabt. Ich glaube, das wäre super spannend mal. Aber ich glaube, wir müssen da gar nicht so viele Verschwörungstheorien erfinden, weil wir haben ja ehemalige Bilderberger, die dort waren oder auch teilweise noch dort sind oder im Exekutivkomitee sitzen, die ja auch schon mal gesagt haben, was da vor sich geht. Das sage ich auch immer den Medien. Wir brauchen keine Verschwörungstheorien, weil wenn David Rockefeller in seinen Memoiren sagt, er dankt den Washington Times und er dankt den New York Post, weil die waren immer bei den Treffen dabei, haben aber nie was geschrieben, weil dann hätten sie ihre Pläne, die sie dort schmieden, nicht so gut durchbringen können, wenn sie in Licht der Öffentlichkeit gestanden werden. Das heißt, wir haben schon von einem Exekutivmitglied, also einem Exekutivmitglied, haben wir schon sozusagen schwarz auf weiß, dort werden Pläne geschmiedet, dort wird geschaut, wie die Agenda weitergehen soll, und darüber soll nicht berichtet werden. Und weil sonst könnten sie die Pläne nicht so gut machen. Und das heißt ja gleichzeitig, das können keine Pläne sein, die für die Menschen gut sind, weil sonst wäre es ja kein Problem, wenn man berichtet. Ja? Das sind ja eigentlich so ganz einfache Denkansätze, die man den Menschen eigentlich nur mal geben müsste. Aber das Ding ist, dass die Massenmedien es ja meistens nicht machen. Da heißt es immer, entweder Verschwörungstheoretiker oder es ist nur ein Kaffeeklatsch. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, die sprechen über NATO, die sprechen über Russland, und dann ist da jetzt der neue NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg oder die deutsche Verteidigungsministerin samt Verteidigungsstaatssekretärin Ursula von der Leyen mit, ich glaube, Katrin Suder heißt die Staatssekretärin. Und führen wirklich einige der Entscheidungsträger zu ganz aktuellen Themen. Ja, und das Ding ist ja, die Bilderberger veröffentlichen die Liste seit den letzten Jahren wieder. Und alle haben sich, als die von der Leyen drauf stand, haben wir alle gleich gesagt, oh, sie wird die neue Kanzlerin. Ich will das nicht ausschließen, aber ich finde auch das, was du gesagt hast, eigentlich viel brisanter, wenn du dir anschaust. Der Breedlove ist da, einer der Befehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa. Dann kommt die Außenministerin und dann kommt die Waffenindustrie und dann diese brisante Mischung mit dem Tagesordnungspunkt NATO und Russland drauf. Also das finde ich, ist eigentlich viel brisanter, als jetzt zu spekulieren, wer jetzt der neue Kanzler wird. Das ist eigentlich total wurscht, wer der neue Kanzler-Marionette wird, weil die große breite Agenda wird sowieso weitergefahren. Wir haben es auch gesehen, es ist egal, ob der Schröder an der Macht war oder jetzt die Merkel. In Österreich ist es egal, ob es der Faymann ist oder sonst wer. Der große breite Gang wird immer weitergehen. Ja? Und ob man jetzt dazwischen jetzt hier mal 3 Euro Hartz-IV-Erhöhung hat oder hier mal ein bisschen weniger Renten oder sonst was, das sind alles so kleine innenpolitische Sachen, wo die Parteien sich ja unterscheiden. Aber ich glaube einfach wirklich, der breite Fahrplan, und das sehen wir auch, ist eigentlich immer dasselbe. Und wie gesagt, wir können nicht wissen, was da drin besprochen wurde, aber ich sage, wir sollten da viel mehr kritische Augen drauf haben, wenn da eben sich diese exklusive und explosive Mischung auch trifft und hinter verschlossenen Türen Pläne schmieden, wie sie selbst sagen, Pläne schmieden. Und ich wage zu bezweifeln, dass dort friedliche Pläne geschmiedet werden, weil ein Friedensaktivist wie Killis Moore, wie ich, war nicht dort. Ja? Und auch Amnesty International oder sonst was für eine Organisation, die sind ja alle nicht vertreten, sondern dort sind ja Hardliner vertreten. Und deswegen würde ich einfach sagen, die Pläne sind wahrscheinlich nicht wirklich zu unserem Interesse, weil sonst würden sie es einfach öffentlich kundtun, glaube ich. Also mir ist nur aufgefallen, zum Beispiel Mittlerer Osten ist ein Thema, und der US-Sondergesandte für die globale Koalition zum Kampf gegen ISIS ist da. Ist die Frage, ist das ein friedliches oder ein eher militaristisches Zeichen? Ja, also ich glaube, friedliche Zeichen werden wir von dort nicht sehen. Die friedlichsten Zeichen, glaube ich, gibt es dann, wenn wir sie gar nicht sehen. Ja. Aber das Ding ist, dass ich glaube, dass diese Tagungsordnungspunkte auch einfach sehr allgemein gehalten wurden. Und wir hatten ja auch einen anderen ehemaligen Bilderberger, den Andreas von Bülow, der auch schon gesagt hat, die wirklich interessanten Sachen sind nicht die auf den großen Konferenzen stattfinden, in den großen, wenn da alle zusammensitzen, sondern was wirklich spannend ist, was dann in den Hinterzimmern passiert, in den Raucherlounges und so weiter. Und ich glaube, auch das wird viel spannender, weil da werden sich bestimmt mal
aus dieser Sparte ein paar zusammensetzen und ich glaube, dass da wirklich die brisanten Sachen kommen und ich glaube, für die große Masse wird nur sozusagen der breite Fahrplan präsentiert. Und ich sage immer, ich finde, die Bilderberger sind auf jeden Fall nicht die Weltregierung oder sonst was, weil dafür wechseln sie viel zu fluktuierend durch und es gibt noch ganz andere Gesellschaften, Geheimgesellschaften und Thinktanks und so weiter. Ich sage immer, Bilderberger sind sowas wie der Recall, wie man so aus diesen ganzen ProSieben-Sendungen kennt. Da ist zuerst das Casting, sind sozusagen die Parteien, da wird geschaut, bist du zu gebrauchen, weil wenn du nicht zu gebrauchen bist, kommst du in der Partei eh nicht hoch. Ja? Das heißt, dann haben wir einmal das Casting und wenn du dann mal irgendwo bist in einer entscheidenden Position, dann kommst du ins Recall, dann wirst du nochmal angeschaut, dann guckt man, können wir dich gebrauchen, für was könnten wir dich gebrauchen, bist du überhaupt auf Linie, bist du vielleicht ein Querkopf, dann laden wir dich nicht mehr ein. Ja? Das heißt, ich glaube, dass im Recall, da werden die Leute nochmal angeschaut und wenn die sehen, ah okay, den könnten wir brauchen, dann schnappen sie sich den. Also praktisch so zum Abstimmen der Agenda und eben um zu schauen, welche Leute holt man in die absoluten Spitzenpositionen? Ich glaube nicht nur absolute Spitzenpositionen, also ich glaube, da spielt noch viel mehr mit als nur die Bilderberge. Ich sage, die Bilderberge sind nur einer von vielen Thinktanks. Ich glaube, dort wird einfach gerade, was wahrscheinlich viel was Europa angeht, mal die Politiker angeschaut und man sieht ja auch, da waren so viele Leute da. Nicht jeder von denen, nicht jeder, der jetzt dorthin kommt, macht jetzt plötzlich eine steile Karriere. Überhaupt nicht. Deswegen sage ich eben, die werden, glaube ich, mal angeschaut von eben in Anführungsstrichen wichtigeren Leuten oder die dort eben mehr zu sagen haben. Und dort wird auf jeden Fall ein Plan besprochen. Das haben sie ja selber gesagt. Das geben sie offen zu. Aber ich glaube, wir können da einfach, punktuell können wir nicht sagen. Wir können nur beobachten, wer kommt hin und was passiert dann. Und ich habe unter anderem 2011 war ich auch in St. Moritz dabei. Und ich habe damals anlässlich, 2011 habe ich eine ganze EP, das heißt 5 Lieder über die Bilderberger geschrieben, ja. Und habe sie aus allen Seiten beleuchtet, über die Medien und die Bilderberger oder die ganzen Zufälle, die passiert sind. Und wenn man sich mal anschaut, ja, dass Schröder und Merkel hinfahren, danach Neuwahlen, dass jeder NATO-Generalsekretär dabei Bilderberger ist, ja, oder auch, dass Hillary Clinton und Barack Obama zusammen während dem Vorwahlkampf, ja, das heißt, wo alle Kameras auf sie gerichtet waren, sind die einfach geheim kurz weggeflogen. Das war riesen, die haben, alle Journalisten haben sich aufgeregt, weil sowas gibt's eigentlich nicht, dass sich ein Präsidentschaftskandidat einfach mal so für eine Konferenz verpisst, sage ich mal, sorry für das Wort, ja, aber das heißt, und kurze Zeit später, Hillary sagt, ah, lass doch Obama machen, das heißt, wir können einfach schon, man hat begründeten Verdacht, dass dort auch wirklich entschieden wird, aber ich glaube vor allem, der breite Fahrplan wird gemacht. Und was in Hinterzimmern in kleinen Rahmen entschieden wird, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, wenn da die 130 Leute sitzen, da machen es jetzt nicht, so machen wir es. Sondern ich glaube, da wird eher der breite Fahrplan ausgetreten. Was ist denn jetzt zu fordern aus friedenspolitischer Sicht oder aus Sicht eines Friedensaktivisten? Was soll mit Bilderberg passieren? Also grundsätzlich, was soll passieren? Am besten hätte ich da einfach mal gerne Wanze drin. Ja? Also am besten soll gar nichts passieren. Die sollen weiter glauben, dass die so schön geheim dort sitzen und dann haben wir irgendwo ein kleines Mikrofon versteckt. Ja? Und ich sage, eines Tages wird das kommen. Die haben zwar Abhörtechniken, aber auch wir werden schlauer. Ja? Und ich glaube, das Allerwichtigste wäre mal, dass sie denken, sie sind ungesehen und ungehört und dass sie dann mal frei sprechen. Weil das, darauf legen sie ja Wert, dass sie dort frei sprechen können. Ja? Und dann sieht man nämlich mal, was wirklich im Kopf vorgeht. Weil wenn du heutzutage mal Politikern zuhörst, Geschwafel, nichtssagende Sätze, dreimal rumformuliert und es kommt eigentlich nichts raus. Und dort sagen die wirklich, was sie denken. Und das heißt, ich glaube, dort geht es noch viel roher zu, als wir uns das überhaupt vorstellen können und wollen. Und was, denke ich, passieren muss, wir sollten einfach solche Organisationen generell überflüssig machen. Weil, wenn wir ehrlich sind, ja, dann sind wir die meisten Menschen auf der Welt. Wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit, wir wollen in Ruhe leben, wir wollen irgendeinen coolen Job machen und auch mal früher Feierabend machen und wir wollen uns mal ins Kino gehen. Ja, eigentlich sind alle friedensliebend, freiheitsliebend. Keiner hat sich gedacht, keiner wacht morgens auf und denkt sich, ich will Syrien bombardieren. Das ist ja total hirnrissig. Ja? Das heißt, wir müssen einfach nur schaffen, dass wir alle Menschen einfach nicht mehr auf Sachen hören, die sagen. Weil im Endeffekt, Regierungen machen keinen Krieg. Auch die Waffenindustrie macht keinen Krieg und auch Konzerne machen keinen Krieg. Es sind immer Menschen, die Krieg machen. Es sind am Ende immer wir, in Anführungsstrichen, kleinen Menschen, die dann dastehen und sich gegenseitig abschießen. Und das heißt, wir müssen nur uns kleinen Menschen überzeugen, dass wir einfach nicht mehr aufeinander schießen. Dann können die Krieg schreien, so viel sie wollen. Aber das interessiert uns nicht mehr. Herzlichen Dank. Sehr gerne.